Moin, ich bin's wieder. Das zweite Mal innerhalb von 2 Tagen. Geht es jetzt zügiger voran? Nee, das Video heute ist eigentlich relativ spontan. Also ich hatte mich heute ganz normal fertig gemacht und dann hatte ich irgendwie so einen Geistesblitz, dass ich ja über die Produkte, die ich heute genommen habe, auch nochmal was sagen könnte. Denn die habe ich neu und über die habe ich noch gar nichts gesagt. Ja? Deshalb bisschen ungewöhnlich, ich bin schon komplett fertig, ich bin schon frisiert und rasiert. Aber die Produkte, die ich heute genommen habe, möchte ich doch nochmal kurz vorstellen. Und zwar habe ich heute Produkte von Dapper Dan genommen, die ich mir in meinem Urlaub gekauft habe. Ja, ich habe im letzten Video schon erwähnt, dass ich im Urlaub war. Ich habe da mit dem Auto so mehrere Stationen gemacht und eine Station war München. Und in München, Pomade-Fans wissen das, gibt es den Laden des Pomade-Shop. Ja, Pomade-Shop hat ja als Online-Shop angefangen und ich denke, der Online-Shop ist immer noch so das wichtigste Standbein. Aber in München haben die auch so ein ganz kleines, aber super schönes Geschäft. Ja. Da war ich drin. Es war sowas wie eine kleine Pilgerfahrt für mich. Und da habe ich mir ein paar Sachen der Marke Dapper Dan mitgenommen. Dapper Dan, was ist das? Eine alte Marke aus den 30ern. Bekannt aus dem Film Oh Brother, Where Art Thou? Könnte man denken, manche glauben es auch. Ist aber eine relativ junge Marke, die durch einen Film inspiriert wurde. Ja? Der Film Oh Brother, Where Art Thou? Hat auf Deutsch auch den Untertitel Eine Mississippi Odyssee. Ist ein Film, ich weiß gar nicht von wann, ich glaube aus den frühen 2000ern, mit George Clooney in der Hauptrolle, spielt in den Südstaaten der 1930er Jahre und ist ein bisschen, ja, ist eigentlich keine Neuauflage, aber ist eine Geschichte, die so Einflüsse der Odyssee des Homer hat. Und in diesem Film, ich weiß nicht, wie der Hauptcharakter heißt, aber gespielt von George Clooney, sieht man ihn öfter, wie er sich zum Beispiel die Haare mit seiner Lieblingspomade frisiert oder wie in einem Geschäft nach seiner Lieblingspomade fragt. Und diese Pomade heißt Dapper Dan. War zum Zeitpunkt, als der Film gedreht wurde, eine fiktive eine fiktive Marke, haben die Filmemacher sich ausgedacht. Und der Gründer und Besitzer des Pomade-Shops, Dan Soldan, hat sich anscheinend durch den Film inspirieren lassen, sich wohl die Markenrechte gesichert und diese Pomade selber rausgebracht. Und deshalb gibt es jetzt ich glaube seit 5 Jahren, vielleicht auch länger, vielleicht seit 6 Jahren, gibt es diese Pomade tatsächlich zu kaufen. Dapper Dan. Yes, ma'am, it's Dapper Dan. Ja. Gibt im Film auch die ganz bekannte Szene, ist wahrscheinlich die bekannteste, wie der Hauptdarsteller sich die Pomade im Geschäft kaufen will und der Verkäufer hat aber nur Fob-Pomade. Und er sagt, I don't want Fob, goddammit, I'm a Dapper Dan Man. Okay, also ganz bekannt. Fob gibt es übrigens auch, eine wasserbasierte Pomade. Und ich habe hier aber die Dapper Dan. Es gibt übrigens auch in dem Pomadebuch einen Artikel dazu. Das habe ich mir gerade noch dazu geholt für das Video. Wer es noch nicht kennt, absoluter Buchtipp für alle Fans klassischer Pomade oder Haarpflege, das Pomadebuch. Also gibt es erstmal ein paar Karten drin. Gibt es erstmal jede Menge schöne Bilder. Männer mit gut pomadierten Haaren. Pomadiert oder pomadisiert. Und jede Menge Informationen zu Pomade und Hair Tonic allgemein. Und dann ganz viele Infos zu den einzelnen Marken. Was da besonders schön ist, sind auch Bilder von Dosen, wie sie früher aussahen und wie sie heute aussehen. Zum Beispiel hier Murray's Hair Glow, früher und heute. Also jede Menge Infos zu allem, was mit Pomade, Hair Tonic und Frisiercreme zu tun hat. Und ganz am Ende ist auch ein Kapitel, eben zu dieser Marke Dapper Dan. Kapitel unter dem Titel vom eigenen Shop zur eigenen Marke. Da steht alles zu Dapper Dan. Ja. Also eigentlich ein ganz lustiger Werbegag sozusagen. Und ich habe auch das Gefühl, wenn ich mich auf YouTube und Facebook umgucke, ich glaube, es gibt auch Leute, die so ein bisschen darauf reingefallen sind. Also die wirklich denken, dass Dapper Dan eine tatsächliche Marke aus den 30er Jahren ist, die eben in diesem Film vorkommt und die es jetzt immer noch zu kaufen gibt. Ich weiß nicht, ob Pomade-Shop-Besitzer Stan das beabsichtigt hat oder ob er damit gerechnet hat, aber kurios finde ich es auf jeden Fall. Okay. Es gibt aber nicht nur Pomade von dieser Marke, sondern mittlerweile auch eine ganz große Produktpalette. Es gibt Haarwasser, Rasierwasser, Rasierbalsam, es gibt Bürsten und Kämme, ich glaube Rasierpinsel auch. Also eine ganze Menge von verschiedenen Produkten. Rasierseife habe ich dir erwähnt, gibt es auch. Und da habe ich mir für meinen Urlaub so ein paar Sachen, also was man halt so braucht auf Reisen, habe ich mir eingepackt. Heute habe ich erstmal, nachdem ich geduscht habe, einen Hair Tonic benutzt. Es gibt zwei. Es gibt Dapper Dan Blue und Dapper Dan Green. Sind beide erfrischend. Sind beide auch, soweit ich weiß, mit Öl. Der Hauptunterschied ist, das Blue ist, glaube ich,
Also die Duftnote geht mehr in Richtung Menthol und bei Green ist noch mehr Eukalyptus drin. Da habe ich mir für die Reise von dem Hair Tonic Green die Travel Size gekauft. Kleine Plastikflasche, ist natürlich viel praktischer, nimmt nicht so viel Platz in der Kulturtasche weg. Man sieht auch, ich habe sie innerhalb von 2 Wochen, also habe ich mehr als die Hälfte aufgebraucht. Es gibt sie auch noch in groß, das ist dann so eine große Flasche, so ungefähr die Größe von einer Lucky Tiger Flasche. Der Unterschied ist, die ganzen amerikanischen Hair Tonics sind in Plastikflaschen und die großen Dapper Dan Flaschen sind aus Glas. Ja? Da kann man unterschiedliche Ansichten zu haben. Viele Leute finden Glas hochwertiger, haben sich sowieso schon die anderen oder Hair Tonics oft in Glasflaschen umgefüllt. Vorteil von Plastik ist, dass es nicht so leicht bricht, wenn es runterfällt, dass es leichter ist. Glas und Plastik ist auch so ein bisschen ein kultureller Unterschied zwischen Europa und den USA. Wenn ich mal mit meinem Kamm so ein bisschen Musik in meinem Regal für europäische Aftershaves mache, hört man Glas und in dem Amerika-Regal hört man Plastik. Weiß ja, ob man es im Video so gut hören kann. Aber europäische Aftershaves sind halt meistens in Glasflaschen abgefüllt. Während hier Clubman Hair Tonic ist seit einigen Jahren Plastik. Ja. Okay. Das war das Hair Tonic, habe ich heute genommen. Und nachdem ich das Hair Tonic benutzt habe, habe ich die Dapper Dan Pomade benutzt. Ganz tolles Dosendesign, sieht nicht exakt aus wie im Film, sondern auch so eine leichte Neuinterpretation. Im Gegensatz zu Dosen von anderen, also von den richtigen Klassikern, ist das hier eine Schraubdose. Die Klassiker wie Sweet Georgia Brown, Royal Crown und so sind Stülpdeckel. Wirkt aber trotzdem hochwertig und irgendwie wirkt irgendwie ja, nach Mitte des 20. Jahrhunderts. Und da ist so eine schöne wechselnde Pomade drin, die ganz toll riecht nach. Also Kokosöl ist drin, das riecht man ganz stark und auch so ein bisschen Ananas. Genau, ich kann mal kurz was zu den Inhaltsstoffen sagen. Also da drin ist Vaseline, Mikrowachs, Stearinsäure, Kokosöl, Parfüm und dann Vitamin E, Sonnenblumenöl und noch so ein paar Duftstoffe sind aufgelistet. Also von den Zutaten her, wie eine klassische Pomade, wie es sie in den 20ern und 30ern auch schon gegeben hat. Gibt übrigens zwei Pomaden, soweit ich weiß, sind es zwei oder sind es mittlerweile mehr. Hier sieht man drauf, dass es Medium Hold, das ist die Originale sozusagen. Gibt's aber, es gibt auch noch eine Heavy Hold, die um einiges fester ist. Ja? Ist übrigens auch ein schöner Indikator, dass es eher eine moderne Pomade ist. Medium Hold, Heavy Hold, Light Hold. Auf den alten Pomaden stand das nicht drauf. Ja? Da wusste man, ob die eher fester oder eher weicher ist. Und ich glaube, in den 20er, 30er Jahren hat man vielleicht auch nicht so sehr über Pomade diskutiert wie heute. Also, ja, die hier ist so medium tendiert Richtung firm. Ich glaube, solche Gespräche gab es gar nicht. Ja? Da hat man genommen, was da war und gesagt, die funktioniert. Okay, also das ist die Medium Hold. Die habe ich mir heute in die Haare gemacht und habe damit eine schöne Tolle hinbekommen. Mir persönlich, es hat ja jeder eigene Präferenzen, was Festigkeit und ähnliches von Pomade angeht. Und ich bin eher ein Benutzer leichter Pomaden. Ja, ich mag feste Pomaden wie Murray's. Eigentlich nicht so sehr. Am liebsten sind mir leichte Pomaden wie Sweet Georgia Brown oder Excellento. Was für mich ein Traum wäre, wäre eine Dapper Dan Light, wenn es das geben würde. Ich habe aber das Gefühl, dass die Benutzer leichter Pomaden in der ganzen Szene so ein bisschen unterrepräsentiert sind. Ich glaube, die meisten Leute nehmen eher festere Pomaden. Deshalb habe ich nicht so große Hoffnung, dass eine Dapper Dan Light rauskommt. Da würde ich mich aber tierisch drüber freuen. Okay? So habe ich mir die Haare gemacht. Dann habe ich mich anschließend rasiert und nach der Rasur habe ich einen Aftershave genommen. Auch bei den Dapper Dan Aftershaves gibt es Blue und Green. Die wurden auf irgendeinem Flyer vom Pomadeshop, den habe ich glaube ich nicht mehr, wurden die mal beworben. Green als Aftershave im Stil der 30er Jahre und Blue im Stil der 50er Jahre. Ich habe an beiden gerochen und was ich sehr interessant fand, dass die mich sehr an zwei bekannte klassische Aftershaves erinnert haben. Das Blue hat mich vom Duft her sehr an Aquavelva erinnert, was auch blau ist. Und das Green hat mich vom Duft her sehr an das klassische Skin Bracer erinnert, was auch zufälligerweise grün ist. Also sind wohl durch diese beiden Rasierwässer inspiriert, aber doch irgendwie ein bisschen anders, was ich ganz toll finde. Ja? Hergestellt wird es übrigens in Tschechien. Und zwar von Alpa, die ganz tolle Rasierwässer machen. Und wenn man mal guckt, so ein Rasierwasser, Alpa Winsor, ist die gleiche Flasche, da sieht man, wo es herkommt.
Das ist eigentlich eine prima Sache, da Alper meiner Meinung nach super Rasierwässer macht. Ja. Okay, so die Sachen habe ich heute benutzt. Also ein grünes Hair Tonic von Dapper Dan, dann die Pomade, nach der Rasur noch das grüne Aftershave. Das Haarwasser riecht übrigens auch so ein bisschen nach Skin Bracer, habe ich das Gefühl, was ich super finde, da das ein toller Duft ist, den ich jetzt auch in den Haaren haben kann. Genau, und das war, glaube ich, alles, was ich zu der Marke sagen kann. Könnt mir natürlich auch noch schreiben, was ihr über die Marke denkt, welche Produkte ihr noch empfehlen könnt, ob ihr es schon benutzt habt oder nicht. Ja, und dann bin ich heute eigentlich erstmal fertig. Dann sehen wir uns nächstes Mal, wenn ich wieder irgendwas anderes Interessantes zu erzählen habe. Bis dahin.